Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Halo 4 Kommentar. Jetzt habe ich heute mal für euch was ganz anderes. Was heißt was ganz anderes? Ich habe eigentlich erst ein wirkliches Video hochgeladen, aber mal was, was ihr wahrscheinlich noch nicht so gesehen habt. Und zwar nichts irgendwie aus der Playlist, sondern ein Custom Game. Das heißt, wir haben hier 4 gegen 4 gespielt mit Leuten, die wir kennen. In meinem Team waren Highlights, Syntail, wer war denn da noch? War das Choki? Weiß ich nicht. Und halt ich. Und im Gegnerteam waren Snipemare, Avox, Stormy und Soundwaves, glaube ich. Und ja, wir haben hier AGL Oddball gespielt auf AGL Haven. Werde ich gleich so ein bisschen was zu sagen. Man muss auf jeden Fall vorher sagen, dass wir alle so ziemlich gleich gut waren. Natürlich gibt es natürlich Leute, die ein bisschen besser sind als die andere. Zum Beispiel ist Max meiner Meinung nach aus der Lobby der Beste gewesen, zusammen mit Syntail. Und ja, aber das hat sich eigentlich so ziemlich ausgeglichen. Es geht, glaube ich, auch gar nicht so hoch am Ende aus. Ist natürlich dann auch schwer, in so einer Custom-Lobby so hoch plus zu gehen. Ich glaube, ich gehe plus 10 oder sowas. Aber ich mache auch verdammt viele Assists. Ich glaube, so um die 15 bis 20. Ich weiß echt nicht mehr genau, weil das war unser erstes Oddball-Spiel. Das ist schon ein paar Tage her. Ich persönlich hatte vorher nie in Halo 4 Oddball gespielt. Also auch nicht in der Playlist. Und ja, es war unser erstes Custom-Oddball-Game. Inzwischen gefällt es uns eigentlich ziemlich gut. Aber uns haben natürlich da so ein bisschen die Setups gefehlt. Callouts hatten wir auch noch nicht so wirklich drauf, weil es halt so war, dass das noch einer der ersten Tage in Reach war, wo gerade die AGL Game Types raus waren. Das habe ich gerade Reach gesagt, ne? Ich meine natürlich Halo 4, man bin ich verpeilt. Und ja, deshalb kannten wir die Callouts nicht wirklich, wir kannten die Setups halt nicht wirklich und wir sind so ein bisschen planlos, sag ich mal, durch die Map gerannt und haben einfach unser Bestes versucht, den Ball zu halten, uns den ein paar Mal zuzuwerfen, dazu werde ich gleich kommen. Und einfach mal die Punkte zu machen und die Gegner wegzuholen. Und ja, ihr seht euch, wir werfen uns hier den Ball zu. Warum machen wir das? Timo hatte mir irgendwann mal erzählt, man kriegt dadurch mehr Punkte, was einen irgendwie zum Sieg näher bringt. Was aber eigentlich gar nicht stimmt, man kriegt dadurch nur mehr Punkte für seinen Ordnance Drop. Eigentlich meinen viele von euch jetzt vielleicht die MLG und sowas kennen. Oder Game Battles. Ich sage jetzt einfach mal diese Pro-Ligen oder Pro-Game-Types. Die meinen vielleicht, hey, Ordnance Drops, die gehören da nicht rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Ordnance Drops, die es hier in den AGL Game Types gibt, die passen da echt gut rein. Weil es ist nicht so, dass man da drei Sachen zur Auswahl hat und dann ist da zu 90% irgendwas Unfaires drin. Sowas gibt es hier nicht. Was ich auch gut finde, ist es so, dass es einmal den Damage Boost gibt, dann gibt es den Speed Boost und das Overshield. Und ja, von Waffen gibt es da eigentlich nicht so viel Auswahl. Die weiß ich jetzt nicht alle auswendig, aber es gibt nichts, wo ich dann irgendwie sage, wie zum Beispiel die Saw. Das würde mich jetzt in Competitive Gaming, also gewinnorientiertes Gaming, und also da würde mich das dann nicht irgendwie nerven, denke ich, die Sachen, die es hier gibt. Und ja, man muss schauen, wie das später in der MLG-Playlist ist und auch in den AGL-Game-Types, wie sie es in den finalen Versionen machen, weil das hier sind ja noch lange nicht die Final Versions, das ist Version 1.0, die wir hier, glaube ich, spielen. Heute haben wir mal 1.1 gespielt. Noch ein bisschen verändert war das. Und ja, von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, was mit der MLG-Playlist kommt. Ich denke, damit werden dann auch unsere Setups kommen, damit werden wir das alles lernen, wir werden die Clan Wars machen, sowas werdet ihr dann auch alles hier zu sehen bekommen übrigens. Danke übrigens schon mal, dass wir hier fast 1000 Abonnenten schon haben, finde ich auch echt nice. Hätte nicht gedacht, dass dann so viele gleich schon rüberkommen auf meinen Halo-Channel. Vor allem, weil ich nur einmal erwähnt hatte. Und ja, auf jeden Fall nett. Und ja, ich dachte, ich erkläre euch heute erstmal so ein bisschen die Unterschiede zwischen Halo 3 Oddball, Halo Reach Oddball und Halo 4 Oddball. Was ich gerade gesagt habe, stimmt eigentlich gar nicht, weil ich euch nichts zu Halo Reach Oddball sagen werde, weil ich das nicht gespielt habe, weil es ja in MLG auch nicht wirklich gespielt würde, soweit ich weiß. Ich glaube, es wurde, kann es sein, dass es damals auf Countdown gespielt wurde? Müssen mir die Leute sagen, die irgendwie V3 oder sowas schon gespielt haben, denn ich habe nie MLG Oddball in Halo Reach gespielt. Aber gehen wir mal von Halo 3 aus, ich erkläre euch mal so ein bisschen die Unterschiede. In Halo 3 war es so, man kriegt ganz normal, wie es halt bekannt ist für Oddball, die Punkte dadurch, indem man den Ball in der Hand hält. Man läuft mit dem Ball in der Hand ziemlich langsam und am besten kommt man damit voran, wenn man, ja, man sucht sich einen Punkt aus, wo man hin will und man wirft ihn die ganze Zeit nach vorne, nimmt ihn wieder auf, wirft ihn weiter nach vorne und läuft halt so hinterher. Das nennt man Objective Juggling, soweit ich weiß. Und so kam man dann halt zu dem Spot, an dem man bleiben wollte und in Halo 3 war es so, dass man halt nicht irgendeinen Spot hatte, außer die Glitches, sag ich jetzt mal, wo ich jetzt sage, ey, da sitze ich jetzt die ganze Zeit und da kommt keiner an mich ran. Also es war immer schon so ein bisschen in Bewegung, meiner Meinung nach. Also so viel wie ich Halo 3 MLG gespielt habe.
In Halo 4 ist es so, es wurde ein kleines Feature geaddet. Und zwar ist es das Zuwerfen des Balles. Ja, man kann den Ball werfen mit LT oder welche Taste ihr auch immer fürs Granatenwerfen benutzt. Damit könnt ihr einfach den Ball so zuwerfen, ihr seht's. Dadurch bekommt man Punkte für die Ordnance Drops. Wir dachten erst, man bekommt so auch Punkte für den Sieg, weil uns das Timo so erzählt hat, der dreckige Lügner. Aber nein, man kriegt dadurch nur Punkte für seinen Ordnance Drop. Und ja, das Zuwerfen bringt einem in der Hinsicht was und hat auch einen kleinen taktischen Aspekt, der sich gut meiner Meinung nach in Competitive Halo einspielen lässt. Also der sich da gut drin einbringt. Und zwar ist es, dass wenn ich einem Gegner gegenüberstehe, ich habe den Ball in der Hand. In anderen Halo-Teilen, da war es so, ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Chance. Weil ich hatte den Ball, ich kann mit dem Ball nicht schießen, wenn ich ihn in der Hand habe. Und naja, der Gegner konnte einfach auf mich draufschießen, bis ich den Ball gedroppt hatte. Hat es so lange gedauert, dass der Gegner mir schon locker 4 Schüsse gegeben hatte. Und naja, dann gibt er mir einfach den 5., mein Schild ist dann schon längst weg und ich habe gar keine Chance, da überhaupt hinterherzukommen. Hier ist es so, ich kann den Ball einfach ganz schnell wegwerfen und weiterschießen. Das ist schon mal ein Punkt. Ein anderer taktischer Aspekt ist, und das ist auch ein Tipp für euch, ihr könnt euren Gegner den Ball zuwerfen. Denn durch die sofortige Aufnahme des Balles, also man muss nicht mehr irgendwie B drücken, um den Ball aufzunehmen, man nimmt den Ball sofort auf, sobald man drüber läuft, ist es möglich, den Gegner mit dem Ball abzuwerfen. Er hat den Ball in der Hand, kann vielleicht nicht so schnell reagieren, kann in der Zeit nicht schießen und ihr kriegt den Kill. Und das ist wirklich in der Hinsicht eine echt gute Sache, weil das bringt wirklich Taktik in Competitive Halo und ja, es... Ja, wie soll man das sagen? Weil es gibt viele Sachen, die kann ich viel einfach auf Englisch ausdrücken, weil man liest viele englische Tweets und Foren, aber ich versuche es einfach mal so auf Deutsch. Jedenfalls, durch diese Sache, durch solche Sachen, die halt nicht jeder weiß, vergrößert sich die Grenze, oder naja, ich sag jetzt eher mal die Spalte zwischen den richtig guten und den richtig schlechten Spielern. Weil, naja, die richtig guten Spieler, die wissen, wie man sowas macht, die wissen, dass man das auf den Gegner einfach werfen kann. Die wissen, wie man das in der richtigen Situation nutzt. Und naja, die schlechten Spieler, die können es nicht so gut. Und naja, das war immer so ein Punkt, der in letzter Zeit bemängelt wurde. Ja, Halo 4 hat nicht so eine große Spalte zwischen guten und schlechten Spielern. Was nicht gut ist für Competitive Halo. Also Competitive heißt gewinnorientiertes Ligenspielen. Also man muss nicht unbedingt Ligen spielen, aber es geht im Endeffekt um die Liga AGL und MLG. Nur mal das mal so am Rand, das könnt ihr euch gleich auch in euren Duden schreiben. ja, meiner Meinung nach ist das also wirklich eine geile Sache. Und für euch, ihr solltet euch das wirklich merken und das angewöhnen. Wenn euch ein Gegner entgegenkommt, dann versucht ihm einfach den Ball irgendwie ins Gesicht zu werfen. Er nimmt den Ball dann sofort auf. Ihr gebt ihm einfach 5 Schüsse und der Gegner ist down. Also wirklich eine nice Sache, die sie da eingebaut haben. Wie das mit der Flag ist, dass man die auf einmal aufnimmt und nicht mehr droppen kann, das finde ich dann wiederum nicht so gut. Aber ich denke, dazu werde ich in einem CTF-Game mal kommen, wenn wir mal ein AGL-CTF-Gameplay haben. Aber naja, da habe ich noch keine gute Runde erspielt. Ich habe mal Ninja gefragt, ob der mir ein Pro-Gameplay geben kann. Habe ich bisher leider auch noch keine Antwort bekommen. Es wäre wirklich nice, wenn ich sowas bekommen könnte. Und ich glaube, jetzt gleich kommt so eine richtig dumme Situation. Oder? Nee, doch nicht. Weil ich glaube, einmal falle ich so richtig dumm mit dem Ball von der Map. Ja, einem fehlt da halt so ein bisschen noch so die Map-Kenntnis mit dem... Ja, wie bleibe ich auf der Map, wie kann ich da die Jumps nutzen und wie muss ich mich bewegen, wie weit kann ich springen. Sowas fehlt halt noch so ein bisschen, aber ich denke vor allem mit MLG wird sowas kommen. Vor allem, weil wir jetzt langsam auch die Callouts haben. Wir wissen nur natürlich noch nicht, welche Callouts sollen wir lernen. Das war der dümmste Moment. Guckt euch das an. Ich dachte, er springt weiter, aber nein, er bleibt stehen. Ja, gut. Eigentlich springt man dann weiter auf die Wings, aber egal. Ja, es ist nämlich so, es gibt viele verschiedene Callout-Videos, wo viele Leute einem dann die Callouts geben. Callouts sind übrigens so, ja, Bezeichnungen für Teile der Map, wo ich dann meinen Teammates sage, ja, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner und da ist ein Gegner ohne Schild, was weiß ich. Und naja, es gibt viel zu viele verschiedene Callouts-Videos im Moment. Und wir möchten uns natürlich auf ein Callout-Schema einigen. Wir möchten nicht in jeder Custom-Lobby erst fragen, ja, kennt ihr die Callouts von dem und dem oder kennt ihr die Callouts von dem und dem? Jeder sollte die gleichen Callouts kennen, das ist eigentlich am besten. Und ja, deshalb warten wir darauf, dass Bravo MLG, ich verlinke euch den mal in der Beschreibung, ist ein USAler, der natürlich auf Englisch deshalb kommentiert. Ich sage ungern Amerikaner, ich finde USAler lustiger. Ha, ich bin so lustig, ich könnte Clown werden. Aber egal, ja, der macht auf jeden Fall richtig gute Halo-Videos, Tipps, Tricks, Strategien, Callouts. Und naja, wir warten darauf, dass er seine Callout-Videos released. Und da habe ich den auf einmal gar nicht mehr wieder gesehen. Aber ja, ich falle natürlich nochmal runter. Wie konnte das nur besser enden? Ja, ich verlinke euch den mal, wenn ihr auf jeden Fall die Callouts wissen wollt, weil ich weiß nicht, ob ich Callouts-Videos zu jeder Map machen werde.
deshalb solltet ihr euch einfach seinen Kanal mal anschauen. Er wird in den nächsten Tagen die Call-Out-Videos da hochladen. Und ja, es wird euch auf jeden Fall unglaublich weiterhelfen beim Zocken. Also, wenn ihr die Call-Outs kennt, euer Team kennt die Call-Outs, dann seid ihr eigentlich gegen 4 Randoms, die keine Ahnung von dem Spiel haben, fast schon unschlagbar. Natürlich gehört auch ein bisschen Grundskill dazu, aber davon gehe ich einfach mal aus, dass ihr das habt. Und außerdem, wenn ihr meine Noob zum Pro, vom Noob zum Pro-Reihe seht, die ja wahrscheinlich am Wochenende anfangen wird, ich muss mal schauen, ich muss dazu noch einiges aufnehmen, und dann wahrscheinlich lade ich in der Woche 2 Videos davon hoch. Also wenn ihr die gesehen habt und dann noch die Call-Out-Videos und dann im Team sucht, dann seid ihr eigentlich unschlagbar. ja, also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ja, so viel gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ihr seht, man geht hier so ein bisschen ohne Taktik vor, weil wir haben halt echt noch keine Setups gehabt. Wir sind einfach so ein bisschen draufgerannt, einfach immer so ein bisschen Richtung Ball. Versucht, die Gegner vom Ball wegzuhalten. Auf Haven ist natürlich so eine Sache. Das ist echt so ein bisschen wie Guardian. Nur noch krasser irgendwie von den Flankmöglichkeiten. Man kann wirklich von unten kommen, man kann von oben kommen, man kann über die eine Street kommen, man kann über die andere Street kommen, man kann durch die Mitte kommen, man kann über die Bottom Streets, so nenne ich es jetzt einfach mal, kommen. Also man hat wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Man kann diese Jumps nutzen, indem man von der Bridge zu dem, wo ich gerade war, springe, oder zu dem rechts von dem, wo ich gerade war, springe. Also es gibt wirklich unglaublich viele Sachen, die man hier auf Haven nutzen kann, wodurch es halt wirklich schwierig ist, so die Map-Control zu halten, dass man wirklich sagen kann, wir können jetzt hier sicher den Ball halten. Und vor allem ist der eine Typ, der den Ball hat, natürlich auch so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, weil erstens weiß jeder, wo er ist, und ja, zweitens kann er nicht schießen. Deshalb werden die alle so ein bisschen auf ihn geiern, der ist halt so ein bisschen am Arsch. Und ja, es ist halt schwierig, das dann 3 gegen 4 zu halten. Deshalb sollte man wirklich ein gutes Setup haben, was wir halt noch nicht haben. Ich glaube, das hat niemand im Moment in Halo 4. Und jeder der deutschen Community, sage ich jetzt mal, der kein wirklich extrem guter Spieler ist, also kein Gunner, kein Piffy oder so, sondern wirklich ein Durchschnittsspieler oder so, der kann mir nicht erzählen, dass sein Team schon irgendwie die krassesten Setups hat, wo sie einfach unbesiegbar sind und da die krassesten Oddball-Games reißen. Also das wage ich doch zu bezweifeln dann, ne? Wir haben übrigens auch sehr spät im Match, habe ich erst gemerkt, zwar in diesem Moment, dass da die Snipe liegt, weil ich hatte mir die Map vorher nicht angeguckt. Also ich habe einfach mir die gedownloadet und habe gesagt, ja, lass mal AGL spielen, habe reingemacht die Game-Types und ja, da haben wir es gespielt. Und ja, mal kurz hier nochmal zu den Ordnance-Drops. Ihr seht, ich habe jetzt die Auswahl zwischen der Railgun und dem Overshield. Das sind zwei Sachen, die natürlich einen Vorteil bringen, die bringen einen kleinen Vorteil, sage ich jetzt mal, aber es ist nichts, wo ich sage, ja, es ist spielentscheidend. Bei einer Rocket oder bei einer Snipe ist das natürlich was anderes, aber naja, so ein Overshield, der lässt sich ein bisschen länger leben, aber wenn Gegner zu zweit kommen, dann haben sie es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und hier, guck, oh, Max auf deinen Host geblamed. Schönen Headshot No-Scope habe ich ihm da gegeben. Wo war ich denn jetzt? Genau. Ja, das Overshield, das hilft einem natürlich ein bisschen. Genau wie die Railgun. Es gibt einem kleine Vorteile, aber es ist nichts, wo ich sage, ja, es ist irgendwie spielentscheidend oder so. Also das wäre wirklich Quatsch, das zu behaupten. Und von daher finde ich diese Ordnance-Drops wirklich in den AGL-Game-Types, so wie sie im Moment sind, echt gut. Man muss natürlich noch schauen, wie es sich dann im Endeffekt ein MLG spielt, wie das gemacht wird. Bam, schöner No-Scope, Headshot meine ich da. Da wäre leider noch der Triple gewesen, aber wird mir natürlich abgestaubt. Aber naja, kann man nichts machen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die MLG-Playlist. Ich will gerne sehen, wie sich das dann spielen lässt. Und ja, so viel gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen noch was zum Gameplay zu bringen. Wie ihr es hier gerade gesehen habt, versuche ich immer, die Nate auf den Boden zu werfen, so abprallen zu lassen. Und genau wie es Avox da probiert hat. Um so die Nate abprallen zu lassen, wie ich es halt schon gesagt habe. Und dass sie auf der Höhe des gegnerischen Körpers oder des gegnerischen Kopfes wieder hochkommt. Denn da hält der Gegner wirklich am wenigsten aus. Vor allem am Kopf. Und ja, das ist halt die Sache. Ich mache das eigentlich immer so und jeder sollte sich das angewöhnen, das so zu machen. Weil dadurch kommt halt die Nate auf Körper oder Kopfhöhe. Das ist ein Punkt. Und außerdem explodieren die Nates da schneller. Es ist also möglich, wenn man zum Beispiel um die Ecke verfolgt wird. Man wirft einfach eine Nate man geht um die Ecke, wirft eine Nate auf den Boden. Die kommt auf Kopfhöhe des Gegners hoch, nimmt ihm zu 99% der Fälle das Schild. Und ja, man kann den Kill einfach finishen. Ihr seht es da. Richtig schön auf den Boden geworfen und ich habe den Kill immer noch bekommen. Das ist auch so eine Sache. Wenn ihr sowas wisst, dann habt ihr einen Vorteil gegenüber den Gegnern. Und sowas ist wirklich was, was ihr euch merken und angewöhnen solltet. Ich denke, in den nächsten Videos werde ich mal auf Strafen und auf die Stärke der Waffe eingehen und wie viele Schüsse es braucht für einen Gegner, um ihn zu killen. Aber vor allem auf Strafing und Aiming.
Und ja, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Es geht hier vorbei. Ich gehe irgendwie plus 10, 20 Assists oder so. Ich habe, was steht da, 1 Minute 30 Balltime oder so, habe ich jetzt gerade nicht sehen können. Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid euch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao.